So, einen recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich gekommen sind zu unserer 28. Ausgabe vom ECTAS Studio. Mittlerweile sind wir schon im 5. Jahr dabei. Eine Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um uns gegenseitig kennenzulernen. Das wäre jetzt eine Lüge, dass wir das bis jetzt noch nicht getan hätten. Trotzdem bietet dieser Abend dann immer noch Möglichkeiten, sich anders kennenzulernen, als wir das bei der Arbeit tun, mit Ihnen zusammen dann sowieso. Eine Reihe, die ins Leben gerufen haben, meine Kollegin Gabriela Maria Schmeide. Und das ist Thilo Werner, wie wir wissen. Mit der Hilfe übrigens von Christina Bellingen, die da vorne an der Bar steht. Und die jetzt, um noch einen weiteren Applaus hervorzukitzeln, abgelöst wurde von Franzi Autzen, die sich da hinter der Bar versteckt. Also und heute Abend haben wir zu Gast, sagt man glaube ich in solchen Fällen, Daniel Lommatzsch. So, und jetzt muss ich vorneweg noch was sagen, was ich immer sagen muss, weil Sie ja sehen, dass hier mehrere Fernsehkameras aufgestellt sind. Das hat damit zu tun, dass TTV, der Hamburger Lokalsender, sich freundlicherweise bereit erklärt hat, dieses Programm aufzuzeichnen, dann auch in seinem Programm zu zeigen. Auch auf YouTube kann man sich das nachher angucken. Dafür muss ich Ihnen aber mitteilen, dass Sie selbstverständlicherweise auch, sagen wir mal, als Kamerafutter ins Bild geraten könnten. Wenn irgendjemand von Ihnen das nicht möchte, weil er ein Problem damit hat, dass er heute Abend im Thalia-Theater sitzt oder vielleicht ein Problem damit hat, dass er mit demjenigen, mit dem er hier sitzt, nicht gesehen sein will oder was auch immer, dann möge er das nicht sagen, sondern jetzt sofort aufstehen oder sich einen Platz suchen, der hinter den Kameras ist, sodass er nie hineingeschwenkt werden kann. Ich sehe relativ wenig Bewegung, deswegen nehme ich mal an, es ist für alle hier einigermaßen okay, dass Sie heute Abend hier sitzen und auch möglicherweise gefilmt werden. Okay, dann wollte ich noch etwas sagen, bevor wir jetzt gleich anfangen, und zwar, dass Sie heute Abend natürlich jederzeit dazu aufgefordert sind, sich zu beteiligen in Form von einer Frage, einem Hinweis, einem Lied oder Gegenständen, die Sie auf uns werfen möchten, nur mit der Bitte, dass Sie vielleicht nicht zu hart sind, dass wir nicht dauernd den Schaden nehmen. Also lassen Sie sich davon nichts zurückhalten, fragen Sie, machen Sie, was Sie wollen, gehen Sie auf die Knie oder denken Sie sich was anderes aus, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, wir fangen jetzt erstmal an, indem wir dem Daniel ein Lied singen, von dem wir glauben, dass es irgendetwas mit ihm zu tun hat. Ja, das machen wir jetzt mal. Kleinen Moment. Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. Myself alone when each day is through. Oh. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can hide. For you not even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Thilo, hast du den Knoblauch sehr gerochen? Ich habe gestern herrliche Guacamole gegessen mit viel Knoblauch. Das fiel mir jetzt bei dem letzten Takt ein. Nein, ich war viel zu versunken. Ich habe nichts gerochen. Naja, da ist was für dich, Daniel. Wenn ich dich höre, wenn ich deinen Namen höre, wollte ich sagen, fängt mein Herz ja immer an zu klopfen. Jetzt nicht nur, weil du darin steckst, in dem Namen, sondern, wie wir schon mal versucht haben zu klären, weil Lommatzsch ja ein Ort ist, unweit von meinem Heimatort, Bautzen. Bei Dresden gibt es einen Ort Lommatzsch. Hat der was mit dir zu tun? Ich vermute ja. Also sagen wir, mit meinem Leben hat er erstmal nicht so viel zu tun, außer dass wir, glaube ich, mal doch noch vor der Wende da waren, weil... In dem Ort? Ja, weil da Verwandte, also insofern hat man es irgendwann mal mit meiner Familie, beziehungsweise mit meiner Familie väterlicherseits was zu tun, weil die Familie meines Vaters aus Dresden kommt und irgendwelche Verwandte wahrscheinlich... Das wusste ich gar nicht, siehst du, haben wir nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall waren wir dann mal in Lommatzsch und das war insofern ein bisschen enttäuschend, als, glaube ich, Groß-Lommatzsch aus 3 Bauernhöfen besteht und Klein-Lommatzsch aus 1. Aber an dieser Stelle, habe ich dir sicherlich auch schon erzählt, aber da wir in der Öffentlichkeit sind, es gibt einen sehr berühmten Lommatscher. Er ist Schauspieler und hat blaue Augen. Pierre Brice? Nee. Wer? Pierre Brice? Genau, es ist... der ist zwar halber Bautzener, aber deswegen hat er noch keine blauen Augen. Es ist Terence Hill. Terence Hill ist angeblich gebürtiger Lommatscher und oder ist da groß geworden. Genau, und und ich habe es entdeckt, glaube ich, im Hamburger Abendblatt, warum auch immer da, das war also auf der ersten Seite, der verlorene Sohn kommt heim und dann standen da eben so 5 Bauern auf ihren Traktoren und Terence Hill ist eingeritten. Das kannst du doch auch mal machen. Ja. Ja, also das war keine Antwort auf die Frage, ob ich was mit Lommatzsch zu tun habe. Also ich war einmal da, ansonsten verbindet uns außer dem Namen nicht so viel. Aber du bist, ich weiß nicht, ob der Einzige bei uns... Aus Lommatzsch. Ja, aus Lommatzsch sowieso, ja klar. Aber ich meine auch der Einzige aus Hamburg. Warte mal, ich glaube ja. Der Einzige hier bei uns im Ensemble, der tatsächlich aus Hamburg kommt. Also ich komme aus Hamburg, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Bin ich der Einzige? Das müsstest du doch wissen. Also, ist da noch jemand? Ich glaube ja, dass du der Einzige bist. Ja. Ja, gut, das haben wir jetzt festgestellt. Das haben wir jetzt mal festgestellt. Ja, das haben wir mal festgestellt. Das ist mir hier, ehrlich gesagt, noch nicht so oft gesagt worden. Nur in Zürich mal bei einer... Da ist dir gesagt ziemlich, worden, dass du Hamburger bist. Ja, im Theater, ja, als ich immer bei so einem Falk-Richter-Stück statt immer Fluchzeuge gesagt habe auf der Bühne. Statt Flugzeuge? Ja. Ich kann mich ja noch erinnern, das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, das muss also irgendwann im Vorprobenzeit 2009 gewesen sein. Da kam da ein Typ dann auf mich zu, umwerfend stechende Augen, wo ich gedacht habe, Vater oder Mutter Wolf oder Husky, irgend sowas. Und dann sehr nervös. Und damals habe ich ja eh noch gedacht, oh Gott, das wird ja jetzt hier ein Kessel buntes, ein Kessel voller Protagonisten, die sich alle durchsetzen wollen. Und da kam dann einer auf mich zu, dachte ich, sehr nervös, sehr Wohnungssuchen oder irgendwas, was war. Ja, ich habe, glaube ich, ein Jahr eine Wohnung hier gesucht oder so. Ich habe nämlich erst einer älteren Dame vertraut. Aber nie tun. Weiß ich nicht, aber in dem Fall war ich mir am Ende, nachdem ich 3 Monate darauf gewartet habe, dass sie ausgezogen ist, nicht mehr ganz sicher, ob sie wirklich eine Wohnung zu vergeben hatte oder einfach Menschen kennenlernen wollte. Jedenfalls habe ich sehr lange dann auf diese Wohnung gewartet und danach waren irgendwie alle anderen weg. Dann habe ich sehr lange gesucht. Weil ich natürlich als Hamburger dachte, ich rufe 2 Leute an und habe eine Wohnung. Aber so war das dann nicht. War es echt nicht? Nee, gar nicht. Aber jetzt bist du mitten im Dings, also Nähe. Jetzt wohne ich hinterm Stielwerk und sie können alle vorbeikommen und ich. Nein, aber du kommst jetzt so, sozusagen aus dem Rand, also etwa der Rand, Othmarschen. Also wo ich ursprünglich herkomme? Ja. Ja, aus Othmarschen. Also das heißt, wohnen deine Eltern noch da, wo du geboren bist? Ja. Echt? Apropos geboren, warte mal. Ja, das ist wohl das erste Foto, was es gibt. Ist das jetzt was du da siehst. Schädel oder was? Ich weiß es gar nicht. Oder ist das noch das Was mich immer schon interessiert hat, vielleicht wisst ihr das, es gibt ja immer so auch jetzt wohl um einen rum auch gleich Alter kriegen,
wenn Fotos ankommen, dann sagen so, ja, da hat der Arzt gesagt, das ist ein Junge oder ein Mädchen. Und das, wisst ihr, wo man das da sieht? Das ist mir immer schleierhaft. Also da sieht man es definitiv nicht. Bei meinen zwei Kindern hat mir das der Arzt auch jeweils bei einem ähnlichen Foto gesagt. Ich hatte überhaupt nichts erkannt. Also das, der hätte jetzt auch sagen können, das wäre ein Teddybär oder was auch immer. Was ich, na, das nicht ganz, aber auf jeden Fall das Geschlecht habe ich nie erkannt. Also ich das hier ist nicht das Geschlecht zum Beispiel. Nee. Okay. Aber auch nicht dieser weiße Fleck da oben. Das ist vielleicht das Gehirn, aber also. Nein. Das kleine, das Einsprengsel. Ja, das Einsprengsel, das ist das Gehirn. Ja. In welchem Stadium ist denn das? Weißt du das? Welche Woche? Nö, keine Ahnung. Ist das jetzt 15. oder 35.? Also keine Ahnung, aus welchem Blickwinkel da, aber das war ja ich auch... Ich könnte jetzt meine Mutter fragen, die ist ja anwesend, aber das machen wir da? Nicht. Ist sie da? Ja. Hier meine ich? Ja, ja. Ganz dezent, beziehungsweise ich weiß gar nicht. Aber du bist wahrscheinlich... Wissen Sie es, welche Woche das ist? Aber du bist wahrscheinlich die erste Generation, nehme ich mal stark an, die mit solchen Fotos überhaupt quasi groß wird oder aufgewachsen ist. Ne? Also was jetzt so normal ist, dass man als erstes Bild seines Kindes dieses Bild hat, das hat es ja jedenfalls in meiner Zeit noch nicht gegeben. Da gab es diese Bilder noch nicht oder sie wurden von mir nicht gemacht oder was weiß ich. Und macht das mit einem irgendwas, wenn man dieses Bild sieht? Nö. Also sagen wir mal so, was ich dann, und das Bild, das ihr ja nicht geklaut habt, sondern das ich euch gegeben habe, ich habe im Zusammenhang mit diesem Bild auch noch andere Bilder ausgegeben. Was ich eher interessant finde, ist so, bis zu welchem Alter zurück der Mensch, den man dann so sieht, nichts sagt mehr. Also zum Beispiel, dass einem dann erzählt wird, das bist du. Ja. Das nimmt man dann mal so an, dass das stimmt. Es gibt ja auch keinen Grund, dass es nicht so ist. Aber also, wenn wir jetzt ein Bild von mir von 5 sehen, würde ich auch sagen, kann ich mich nicht direkt erinnern. Ah, super. Auf Stichwort. Ja, zum Beispiel daran erinnere ich mich auch nicht. Aber da das mein Vater ist, ja. Und den erkenne ich auch, mich weniger, gehe ich mal davon aus, dass es stimmt, dass ich es bin da. So. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Die ist vor dir auf der Schulter deines Vaters gewesen? Nee, danach. 5 Jahre danach. Ja. Und ich beneide meinen Vater um dieses Haar, möchte ich an dieser Stelle ich auch. Beichten. Aber ich beneide viele Leute um ihr Haar, ehrlich gesagt. Ich beneide sogar dich unter dieser Kappe um dein Haar, was du da hast. Ja, zu Recht. Das heißt, das ist so Ende der 70er Jahre. Wir müssen ja nicht ins Detail gehen. Ja, sind wir jetzt wohl schon. Ja, ja, das Ende der 70er Jahre, so Mitte Ende. Und sozusagen, du bist wirklich in dem Haus, also geboren wahrscheinlich nicht, aber als Baby schon gewesen, in dem deine Eltern jetzt noch sind? Und nee, wir sind noch einmal umgezogen. Aber auch innerhalb Hamburgs. Ich bin sogar, glaube ich, noch woanders geboren, als wo ich wiederum meine Kindheit erinnere. Aber immer in Hamburg. Aber das war ganz kurz, ich erinnere mich eben nicht. Aber ich glaube, man hat mir erzählt, dass ich ein Jahr, glaube ich, in einem anderen Haus geboren wurde. Und dann umgezogen. Man erzählt ja viel. Ja, ja, das meine ich eben. Ja, ja. Einem wird ja viel erzählt, genau. Was da war. Genau. Das muss man dann so nehmen. Aha. Und glauben. Hattest du eine glückliche Kindheit? Ja, würde ich sagen. Du möchtest, dass ich ins Detail gehe. Ich würde jetzt wir hatten zum Beispiel einen Wackelkontakt, ja. Wahrscheinlich darfst du nicht so zappeln, oder genau? Ja, das fällt mir aber nur mal schwer. Ich wollte ja schon vorschlagen, dass ich mich hier in eine Zwangsjacke setze, aus therapeutischen Gründen. Das habe ich selber vorgestellt. Ja, das hatte ich vorgeschlagen. Das haben wir noch vor, das kommt noch. Okay, geil. Die stehen schon draußen. Okay, was war die Frage? Ja, ob du eine glückliche Kindheit hattest, das ist eine ganz einfache Frage, die einen so... Ja, hatte ich ja auch schon, genau, ja. Mit einem schönen, großen, verwilderten Garten. Aha. Und netten Eltern, mit Rallyes und Schnitzeljagden und so, ja. Ja, doch, hatte ich. Ist das bis heute sozusagen wirklich dein Heimatgefühl, wenn du in Hamburg bist? Oder warst du zwischendurch irgendwo, wo du Ähnliches entwickelt hast?
Aber das ist so lange wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ja ein bisschen grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Heimatgefühl habe. Ja, klar, also so ganz viele Erinnerungen knüpfen sich an. Aber ich war auch total auf Keks. Also als ich ein Jahr lang eine Wohnung gesucht habe, war ich total beleidigt von der Stadt. Da fand ich es so das erste Jahr total doof. Ja. Und ich fand es sowieso erst doof, als ich wiedergekommen bin. Ich war vorher so fast 10 Jahre weg, weil ich in Berlin studiert habe und dann Zürich war und dann nochmal kurz Hannover und Köln. Und dann, als ich wiederkam, dann war ich irgendwie so ein bisschen gefremdelt. Aber inzwischen bin ich eigentlich gern hier wieder. Gucken wir mal weiter. Da ist sie. Das ist deine Mutter. Das ist meine Mutter. Dir auch? Genau, und wahrscheinlich ich. Ja. Doch, da sieht man es schon langsam. Finde ich. An dem kiebigen Blick. An dem kiebigen Mund, meine ich. Ja, so eine leichte Beleidigtkeit ist der Mund, die du eigentlich sonst gar nicht hast, aber so ein bisschen nach unten. Beleidigt sein ist ja eh immer eine gute Haltung, ja, ne? Im Leben, ja. So prinzipiell. Ja. Mhm. Aber so als Erstgeborener gibt es ja noch nicht viel Grund, um beleidigt zu sein. Das kommt dann, oder? Ja, das kommt dann. Als die dann kam, die Schwester? Aber ich würde mich auch nicht als grundsätzlich, hoffe ich, nicht als grundsätzlich beleidigt. Beleidigt einschufen, ja. Ne. Nur so die Anatomie des Mundes vielleicht, da. Das teile ich dann mit der Kanzlerin, ja. Kannst du ja mal spielen, ja. Demnächst. Ja, die ist ja vielleicht auch gar nicht beleidigt. Genau. Kann ja auch sein. Und deine Schwester, wann ist die nachgekommen? Nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren. War das also eine relativ lange Zeit, deine Eltern und dein Zuhause? Ja, ich hatte eine relativ lange Zeit für mich. Mhm. So. Was vielleicht auch ganz angenehm, das kannst du natürlich nicht beurteilen, aber was wahrscheinlich ganz angenehm war, nehme ich mal stark an. War angenehm, ne? Ja, ich glaube. Machen wir weiter, die Fotos. Warte mal. Ja, da wie man sieht. Ja, das Lustige ist, ich erzähle immer, oder ich habe sehr lange immer erzählt, weil ich ja so ein Zappelphilipp bin, dass ich als Kind total ruhig war. Aha. Das und kann man auf dem Foto schlecht sehen, weil da ist so wenig Bewegung drin. Naja, aber da sieht man jedenfalls, dass es schon mal nicht ganz stimmen kann. So, nee. Also irgendwie schon, aber und ich habe auch das vor einem Jahr ist mal rausgekommen, als ich das erzählt habe in Anwesenheit meiner Mutter, dass sie vehement widersprochen hat. Es war zum Beispiel so ein, ich habe das tatsächlich geglaubt, was so ein Foto gibt von, bei meiner Oma, als sie noch lebte, gab es so von jedem Enkelkind ein Foto und es war immer so ein bisschen das Foto, was da von den 4 Enkelkindern war, war wie so das, naja, so das, der Charakter des jeweiligen und die eine war kiebig, die andere war skeptisch. Aha. Ich war, glaube ich, so der verträumte Skeptiker auf dem Bild und deswegen habe ich immer angenommen, ich war ruhig, bis meine Mutter gesagt hat, das stimmt leider gar nicht. Ja, nicht lachen. Das ist nämlich der Höhepunkt meines Lebens. Wirklich. Also nein, das ist Quatsch. Aber dieses Fell, das hat nämlich mein Vater genäht. Und, ist das Kaninchen oder was ist das? Weiß ich gar nicht. Husky. Nein, das ist doch kein Husky. So ein Husky, der sich im, weiß nicht, gewälzt hat im Schlamm. Nee, das ist... keine Ahnung, dieses Ding, wenn ich das sehe, das ist, weil du gefragt hast, hatte ich eine glückliche Kindheit, wenn ich das wahrscheinlich auch, weil ich dieses Bild zum Beispiel im Kopf habe, stelle ich mir mal vor, dass ich eine total schöne Kindheit hatte. So einen kuscheligen Pelz, kuscheligen, selbstgenähten Strand. In Strand ist das, glaube ich, da waren wir viel. Und das war so richtig schön, stelle ich mir das vor. Und von da an ging es bergab. Und dein Vater hat dir das genäht? Ja. Ist ja auch das wurde mir erzählt. Ja, ach, frage ich jetzt einfach so nach, weil es ja doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Heute vielleicht nicht mehr ganz, aber vielleicht vor, 30 Jahren oder 35 Jahren vielleicht doch noch ein bisschen ungewöhnlicher, dass ein Mann sich hinsetzte und nähte. Ja, gut, ne? Ja. Finde ich. Ja. Kannst du nähen? Nee. Und wenn ich es könnte, würde ich es nicht zugeben. Verstehe. Weil ich es nicht so machen möchte. Kannst du sagen, wie deine Eltern, das ist meine, kann man wahrscheinlich schlecht formulieren, ich wollte jetzt fragen, wie sie dich erzogen haben oder aus welchem Geiste heraus. Ich versuche aus diesem Nähen den Vater mir also dann eine, in Anführungsstrichen, Erziehung vorzustellen. Wie habe ich mir die vorzustellen? Oder was für ein Verhältnis hast du zu deinen Eltern gehabt damals als Kind? Also sagen wir mal, die Bilder wieder lassen darauf schließen, dass ich war in so einem, ich weiß gar nicht, ob der anti-autoritär war, aber es sieht so sehr so aus. Ich glaube, es kommt auch noch ein Foto, was das sehr nahelegt und das nicht. Das nicht, warte mal. Das ist dann draus geworden, aus der anti-autoritären Erziehung. Ich suche es mal eben. Kleinen Moment.
Kannst weiter erzählen, ich such's mal eben. Jedenfalls, ich glaube, das ist echt schwer zu beschreiben. Also, was suchst du? Das Bild. Ach so. Das habe ich jetzt auch. Du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, einen der anderen wichtigen Menschen in meinem Leben. Ja, genau. Jetzt kommt er. Nee, noch nicht. Entschuldigung. So, jetzt. Du meintest wahrscheinlich mit autoritärer Erziehung ihn. Genau. Ronald, das ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Das war der Erzieher der Erzieher in meinem Kindergarten. So. Und wenn man, jetzt denkt man natürlich, man weiß, was das für ein Kindergarten war. Aber war es vielleicht auch, aber nicht, ich glaube nicht, dass ich anti-autoritär erzogen bin. Aber das hat so, aber, also nicht völlig ohne Regeln oder so. Aber es war schon, ich würde sagen, zentral war, dass meine Eltern angenommen haben, dass es sich lohnt, Kinder ernst zu nehmen und ihnen so zuzuhören und die als irgendwann als eigene Person wahrzunehmen. Und das ist ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Und jetzt gucke ich mir den an. Ronald, Entschuldigung, hieß er? Ja, und das Ganze aber in Othmarschen, Entschuldigung, wie man hier sagt. Ja, lustigerweise ist das das Haus, ne, das man im Hintergrund sieht, da wohnen wir da noch nicht, aber jetzt wohnen meine Eltern direkt um die Ecke. Und dieses Haus, in dem hat später, als kein Kindergarten mehr war, Frank Baumbauer gewohnt, als er Intendant war des Schauspielhauses. Mystisch, mystisch. Da ging es ja schon los. Aber Othmarschen ist doch eigentlich eher, sagen wir mal, als Soziotop oder als sozialer Ort Hamburgs, nicht einer, der jetzt irgendwie nach sagen wir mal, langen Haaren, Bärten in den 70er Jahren oder den 80er Jahren, Entschuldigung, schreit, würde ich mal annehmen. Aber damals, ja, ich glaube damals, nicht überhaupt nicht in der Summe, aber ich glaube, es war eher sich das davon abstoßen, einiger Menschen, die dann diesen Kindergarten zum Beispiel gegründet haben, als Alternative, genau, so Menschen, die aus so einer 68er Rotfront-Idee kamen und dann ein paar Jahre später trotzdem als super Anwälte und so dann halt Geld gedruckt haben. Verstehe. Und sag mal, was genau ist das, was dich heute noch an diesen Mann zurückdenken lässt? Und ja, nicht so viel außer dieses Fotos, was wir jetzt ausgegraben haben, aber nein, ich meine, ich erinnere einfach, dass der total, das war halt eigentlich war der Kindergarten so. Er hatte weil er bei der Freiwilligen Feuerwehr war und einen riesen grünen Papagei hatte. Und das Tollste war, dass wir oder ich und zwei andere einmal mit zu Ronald nach Hause durften und den Papagei sehen durften. Ja. Verstehe. Und ich hätte ehrlich gesagt auch Angst, den jetzt wiederzutreffen. Krass, das wird ja aufgenommen, ne? Ja. Vielleicht sieht Ronald das. Gut. Ich habe nur Angst, ihn mit kurzen Haaren zu sehen. Und es könnte passieren, wenn man sich vielleicht hat er auch keine mehr, dann hat sich's eh erledigt. Ja. Genau. Sag mal, und das Verhältnis mit deiner Schwester, wie war das? 5 Jahre ist ja dann schon ein Sprung. Gut. Echt sehr gut. Bis heute? Ja, sehr gut. Ja. Das heißt, du warst gerne großer Bruder, so mit mitnehmen, die kleine Schwester, wenn irgendwo was ist, wo Jungs sich treffen oder wo man sie nicht gern dabei hat? Oder? Also da sollte man auf meine Schwester, glaube ich, hören. Die sagt, ich war nicht immer nur nett. Und sie durfte auch nicht immer bei allen Freunden mitmachen. Das war sehr ungerecht für sie. Oh Gott, Entschuldigung. Das ist sie nicht. Das ist nicht meine Schwester. Nein, Entschuldigung, das habe ich natürlich Soll ich was dazu Aber sagen? Aber es ist auch eine schöne Geschichte. Ne? Ja, das ist nämlich meine erste große Liebe. Wirklich. Jana. Guck, sie steht schon wie eine griechische Statue eigentlich. So. Ja, ich habe auch schon mal in der Inszenierung hier darüber erzählt. Also da war sie gemeint, nicht mit Namen und nicht konkret, aber bei Atropa hatten wir so eine Strecke, wo ich was Iphigenie gespielt habe und dann irgendwann so ausgestiegen bin und was darüber erzählt habe, wie das ist, wenn man jemand anders so gerne sein will. Zum Beispiel Jana, weil man die so schön findet und ja, irgendwie, vielleicht ist das ja Liebe, der andere sein wollen. Du hast in dem Alter, also wirklich das Mädchen, also schön gefunden und das wolltest du gern. Ich glaube, ich war wahnsinnig verliebt. Ich weiß nicht, ich erinnere das irgendwie so, dass ich das meinen Eltern auf der Bettritze erzählt habe im Hotel und war Stimmt so das? Ach, toll. Und hast du sie nochmal gesehen jetzt irgendwann? Nee, nee. Nie. Nicht mehr. Möchtest du, hast du auch Angst davor? Nö, aber kann man auch, glaube ich, so stehen lassen als Geschichte. Das kann man stehen lassen, genau. Sag mal, und du bist selbstverständlich auf eine Schule gegangen, dann irgendwann, nehme ich mal stark an, auf eine Grundschule und auch auf
war das auch eine, sagen wir mal, so wie der Kindergarten, also auch eine geprägt eher von so einer etwas freieren Erziehung oder einem freieren Gedanken des Aufwachsens? Nicht explizit, nö, wüsste ich nicht. Eine ganz normale Grundschule. Also nicht Waldorfschule oder so? Da wir in Hamburg sind und nicht Hamburger sind, sind jetzt hier auch, könnte ich jetzt so Leute im Dunkeln benennen, zum Beispiel meine Klassenlehrer. Das hat was mit Hamburg zu tun, Leute im Dunkeln zu benennen? Ach so. Was? Ich dachte, es hätte was mit Hamburg zu tun, Leute im Dunkeln zu benennen. Da wollte ich jetzt nachfragen. Ach so, nee. Das war okay. Nur eine komplizierte Formulierung. Okay. Ich wollte nur sagen, meine damalige Klassenlehrerin ist nämlich auch da hier. Ah, verstehe. Ja. Wow. Aber ich erspare ihr, dass sie jetzt so, steh mal auf, Birgit. Ja, sage ich jetzt nicht. Aber ich frage dich dann jetzt trotzdem. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, was du für ein Schüler warst. Ja, ja, sehr, da gut. Ist sie. Sehr gut. Birgit, kannst du doch mal aus deiner Sicht die Szene erzählen, wie du meinen Schulranzen auf dem Tisch ausgekippt hast? Zu Recht, weil ich glaube, da müssten Sie kurz hier nach vorne kommen. Ja, okay. Das war auch gemein jetzt. Das war auch nicht meine Haupteinigung. Ja. Den siebten Zwerg habt ihr. Den siebten Zwerg haben wir. Warte, entschuldige, den finde ich gleich. Das heißt, er wollte nicht sprechen oder Sie haben vorsorglich ihm lieber keinen Text gegeben? Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Ja, da ist er. Da rechts, der siebte Zwerg. Der schwarze. Genau. Man sieht auch, die Szene spielt irgendwie hier konzentriert und der siebte Zwerg ist irgendwo ganz anders. Wahrscheinlich steht Jana dort am Bildrand. Was Birgit, meine Klassenlehrerin, jetzt eben gesagt hat, das stimmt. Ich war, und ich würde sagen, viel länger, nicht nur in der Grundschule, bis zur 9. Klasse fand ich es Albtraum, vor Leuten zu reden, tatsächlich. Und in der Grundschule hatte ich auch komplette Panik vor diesen Stücken und es war echt immer wichtig. Ich war immer Sternträger, der musste nichts sagen, die Wolke, wusste ich gar nicht. Oder eben so der siebte Zwerg, der hatte auch nur so einen Satz und den hat er dann am Abend der Vorstellung, glaube ich, gar nicht gesagt. Oder mit Rücken zum Publikum oder sehr leise. Der auch nicht auftreten wollte. Nick. Die Mutter ist auch hier. Monika. Sag mal, es lohnt sich doch mal einen Abend zu machen mit einem Hamburger. Wir können auch alle zu meinen Eltern ins Wohnzimmer umziehen vielleicht. Ja, ich dachte, weil wir sowieso eigentlich immer ganz gerne ein Wohnzimmer haben, es wäre eigentlich schön, wenn einfach die jetzt so, sagen wir mal, zum weiteren Familienkreis gehören, können sich ruhiger mit draufsetzen. Hier ist noch genug Platz, dann hätten wir auch die Möglichkeit, das Mikrofon weiterzureichen. Aber ich verstehe, dass Sie das jetzt nicht wollen. Ich frage es trotzdem nachher nochmal, ob Sie vielleicht nochmal Lust haben, sich dazu zu setzen. Ja, okay, verstehe ich, macht nichts. Und das heißt auch, dass du in der Schule, sagen wir mal im Unterricht, eher jemand warst, der also jetzt nicht als Klassenkasper genervt hat, sondern sich eher schweigend in die Reihe gesetzt hat? Genau, man kann sich also doch verändern. Das versuche ich mir gerade vorzustellen, Daniel, das fällt mir etwas schwer. Ja, mir auch, das meine ich damit. Man kann mich da nicht so ändern, aber ich erinnere mich noch sehr, dass ich davor Panik hatte. Ja, ich habe, glaube ich, wirklich bis in die 9. Klasse oder so, und wenn ich das richtig erinnere, fand ich das eher unangenehm. Und wodurch kam ein Wandel? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Also ein bisschen durch den Beruf wahrscheinlich auch, aber warum ergreift man den, wenn man... also der war ja nicht in der 9. Klasse, der Beruf, oder? Nee, aber dann kam tatsächlich Theater ins Leben, also... Okay. Spitzenbrücke, ne? Wie wir uns hier... Doch, so war das. Ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das doch irgendwie im Schlepptau davon... Ich erinnere das nicht genau. Ich weiß nur, dass ich irgendwas hier tatsächlich im Taliertheater gesehen habe, ein Theaterstück, nämlich Will Quadflick als King Lear. Und der hat mir gefallen, weil, also irgendwie hat es mir gefallen und ich glaube, weil er mich auch an Bud Spencer erinnert hat. Und dann gab es so in der 10. Klasse Theater und dann habe ich mich hingestellt, habe so deklamiert, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie Will Quadflick das macht. Und das war ungewöhnlich, weil normalerweise ja so Leute da nur so aufsagen. Ja. Und ich habe dann irgendwie so
komisch deklamiert und dann haben alle mir erzählt, ich müsste Theater machen. Aber das hat man dann eben auf der Schauspielschule, das ist ja genau das, was man total schrecklich findet, so ein komisches. Kann ich mir jetzt bei dir auch nicht vorstellen, dass du deklamierst. Nö, eigentlich kann ich nicht. Aber war so. Kurze Durchgangsphase. Und vielleicht im Schlepptau davon. Ich weiß es auch nicht. Gab es. Ja, aber jetzt erinnere ich mich gerade gar nicht. Was war mit dem später außerhalb dieses öffentlichen Raums. Der Ranzen, der war unordentlich. Ja, das ist ja bei allen Kindern so. Ja, also, aber Wochen und Monate. Ja, weißt du, was ich über Wochen und Monate immer in meinem Ranzen drin hatte? Waren vergammelte, verschimmelte Pausenbrote. Ja, siehst du, das ist unfair, dass das dann ausgekippt wird. Ach, das wurde in aller Öffentlichkeit ausgekippt. Ja, das ist natürlich unfair, das stimmt. Die allerletzte pädagogische Möglichkeit. Verstehe. Was ich auch empfehlen kann, was super ist, ist Eier über Wochen zu vergessen. Im Ranzen. Das ist sehr, sehr schöne Überraschung, die sich dann auftut und vor allen Dingen geruchstechnisch. Ah, da ist noch eine Wortmeldung. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Kommen Sie her, setzen Sie sich einfach zu ihr, hier dazu. Halte ich noch das Mikrofon. Das ist der Herr mit dem schönen, beneidenswerten Haar. Der Vater. In der Zeit, an du dich nicht mehr erinnerst, habe ich dich getragen über der Schulter, Sie haben das alle gesehen, Runde um Runde um Runde, das kennt man auch, und dann legte ich ihn hin und jeden Abend habe ich ihm was gesungen, nämlich Hänschen klein, und hoffte, dass er irgendwann auch mal mitsingen kann. Hänschen klein. Stattdessen war er sehr kreativ. Hänschen ging, Hänschen, Hänschen ging. Aber nie Hänschen klein kam nicht. Und dann kippte er sein ganzes Spielzeug aus und nahm Trommelstöcke. Wir hatten nämlich einen Freund, den Onkel Bernd, trommelte dann auf sein Kissen. Es war eine Unordnung, unglaublich. Und der Trommler war halb geboren. Und die Schularbeiten, die pflegte er so zu machen, von der Treppe abwärts gelegen, unten irgendwelches Geknüttel. Und dann schrieb er dort was. Ach so, und dann, ja. Und dann schrieb er. Mir vor der Sendung gesagt. Ja, also. Treppe abwärts gelegen, unten irgendwelche Zettel. Und das Schlimme war, ich war Lehrer. Und sollte das schlucken. Und meine Frau sagte immer, halt dich zurück, aus dem wird noch was. So. Vielen Dank. Dem Jungen ist ja was geworden. Sag mal, war das mit dem Deklamieren dann, da war das für dich dann auch klar, das will ich, oder wann hat es denn die Richtung gegeben? Ich wollte ja überhaupt auch sowieso gar nicht Schauspieler werden. Oder gab's wollte irgendwas, es, glaube was du ich, wolltest? Aber ich habe es mich dann auch nie getraut. Also als ich habe dann so Schultheater gemacht, auch gespielt, und aber eigentlich war es mir immer unangenehm auf der Bühne. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand es auch da noch, also auch mit dieses Deklamieren war vielleicht so eine Maske so. Und dann, ich wollte das so können oder ich wollte auch so ein Bühnenmensch sein, aber ich fand es eigentlich überhaupt nicht gut. Und oder ich fand es überhaupt, was kommt jetzt? Das war ein harter Bruch, jetzt rede ich aber nicht weiter über Theater. doch, Entschuldigung. Doch, rede ruhig weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Daniel. Ich dachte, das ist... Die springen ja echt kreuz und quer. Ja. Ich dachte, es wäre ungefähr Haare. Ich dachte, es wäre ungefähr die Zeit, weil du gesagt hast, 9. Klasse, aber da habe ich mich vielleicht ein bisschen vertan. Nee, ist doch noch ein ich kann dir was sagen. Ich glaube, als ich angefangen habe mit Schultheater und dachte so, dass das irgendwie mir Spaß bringt, fällt ungefähr in die Zeit, wo ich die Haare abgeschnitten habe. Weil, und auch irgendwie angefangen habe, nicht mehr über Kleidung nachzudenken für eine Zeit, weil ich das plötzlich, keine Ahnung, uninteressanter fand oder so. Weil, ist jetzt ein bisschen kryptisch, ne, der Sprung, aber. Ja, das macht nichts. Aber es ist deswegen ein bisschen später, glaube ich, dass das losging mit dem Schultheater. Und, okay. Aber weil dein Vater es gerade gesagt hat, das Trommeln, also das, du hast Schlagzeug angefangen zu spielen? Ach, ist das super. Alle da. Onkel Bernd ist nämlich auch da. Ja. Sagen Sie mal, jetzt sollen mal bitte die aufstehen, die nicht zu Daniel Lomatsch Familie gehören. Da siehst du, ist keiner dabei. Doch. Zwei Leute waren da. Da ist keiner aufgestanden, die gehören alle dazu. Wo ist Onkel Bernd? Das ist unfassbar. Mann. Ja, jedenfalls, Bernd war Schlagzeuger, ist Schlagzeuger bei
der damals bei der Old Mail Tail Jazz Band, und die waren immer so in der Fabrik, gab es immer Frühschoppen, erinnere ich, und da bin ich dann immer hin, meinem Vater, glaube ich, und dann durfte ich immer Schlagzeug mit aufbauen, habe mich da so hintergesetzt und dann so da so rumgemacht. Ja. Und was ich wahnsinnig super fand, war das rote Licht, das sich so im Becken spielt. Also ja, das war ja sehr geheimnisvoll und gut. Und dann habe ich so irgendwie da so drauf rumgetrommelt und dann dachte ich, ich muss Schlagzeuger werden. Und dann habe ich, gibt es auch ein Foto, weiß ich nicht, dann habe ich immer so Töpfe, wie mein Vater gesagt hat, und Kisten und so zusammengestellt und mir immer so Fantasieschlagzeuge gebaut. Aha. Aha. Aber zwischendurch und das ist dann an mangelndem Fleiß am Üben so mit 16 eingeschlafen, glaube ich. So, dann habe ich ein bisschen Unterricht genommen, ja, und das war dann aber auch irgendwann vorbei. Und du hast aber auch, jetzt springe ich auch wieder ein bisschen, aber ich will es trotzdem noch, dass du es erzählst, Tennis gespielt. Na, wie so ein Hamburger, ja, das nee, macht, Tennis, ne? Gespielt ist ja, ja nichts gegen einzuwenden. Ich hatte nee, direkt einen Link im Kopf. Ja, genau, ich wollte Tennisprofi werden dann auch noch. Also gab es doch was, was du wolltest, weil ich fragte. Egal, weiter, ich frag dich nachher. Darf ich das verstehen? Ja, genau, doch, ich wollte unbedingt Tennisprofi werden. War das auch, weil ich sehr Zeit in eigentlich? Steffi Graf verliebt war. Ah, siehst du? Ist ja der Beichtsessel, ne? Und das haben meine Eltern, glaube ich, einfach ganz geschickt so laufen lassen, so ignoriert. So nicht so, als ich dann auf so ein Tennisinternat wollte, so ein bisschen ins Leere gegangen, bis es dann weg war. Haben da gerade keinen Platz frei so, und so. Ja, so mal sehen, ist ja auch noch nicht so dran. Und was hat dich an Steffi Graf nach dem kleinen Mädel, was wir vorher gesehen hatten, als deine erste Liebe, war Steffi Graf deine zweite? Oder? Das kriegen wir jetzt zusammen. Es war eine große Liebe. Ja, es war, Steffi Graf war eine große Liebe. Alles gut. An Steffi Graf fand ich einfach alles gut. Okay. Wie sie Tennis spielte, wie sie aussah, ja, was sie gesagt hat. Genau. Hast du sie live gesehen? Ja. Spielen sehen? Ja, ich war nämlich am Hamburger Roten Baum Tennis gucken. Damen-Tennis gucken. Wie bitte nochmal? Wie heißt das? Ja. Dieser das klingt so anders, Mann, wenn man das öffentlich sagt, übrigens. Nee, als in vertrauter nicht. Runde. Leute gehen Fußball gucken, Basketball gucken, da kann man auch Damen-Tennis gucken. Also das finde ich absolut. Ja, absolut. Genau. Auch wegen Steffi Graf. Also ich verstehe ja da ein bisschen was. Ich besitze auch, jetzt sind wir hier schon mal so in vertrauter Runde, ja, jetzt packen wir mal aus. Ja, genau. Ich besitze auch 14 Originalautogramme von Steffi Graf. Ja, das heißt, du bist geholt. Das, ich wollte sagen, du bist, also, zitternde Hand. Du bist ihr also 14 Mal nahe gekommen quasi. Ja, habe ich so noch nicht gesehen, aber stimmt. Also du warst also mindestens 14 Mal bei einem Match von ihr. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch so hingegangen und dann und gleich nochmal so rum um die Trauer und nochmal oder so. Ich weiß nicht. Auf die andere Hand auch noch. Ja, genau. Ich kann die Steffi Graf Unterschrift auch sehr gut. Die habe ich dann nämlich immer in der 6. Klasse so geübt, während so in der sechsten, so Quatsch, in der sechsten Klasse, so in der sechsten Stunde, so wenn ja nichts mehr los war, so dann sind wir Steffi Graf Autogramme geübt. Ja. Du könntest die auch noch könnt heute. Könnte ich noch machen, ja. Du könntest noch machen. Du könntest also im Namen von Steffi Graf unterschreiben. Mhm. Ja. Haben wir einen Zettel da, einen Stift, jemand? Kennst du die Unterschrift von Steffi Graf? Daniel kann uns jetzt viel erzählen. Aber Daniel, aber Andre Agassi war jetzt nicht der Grund für den Bruch. Das erinnere ich nicht. nee, ich glaube nicht. So. Schade, jetzt aber keine Kamera. Ja, aber wir zeigen es gleich. Oh. Wirklich? Ja. So, so ist das Steffi Graf immer so. Ungefähr. Ich kann ein paar ausstellen nachher, wer Interesse an Steffi Graf Autogramm hat. Also es ist echt lang geübtes Krickelkrackel, was du da gemacht hast. Nein, ne? Das ist Steffi Graf. Ah ja, okay, klar, natürlich. Aber du kannst dich an den Moment nicht erinnern, was sozusagen deine Liebe hat entflammen lassen? Nee, also ich glaube auch so. Lassen. Was? Erlöschen lassen? Nee. Nee, ich glaube aber, die aufgekommen ist das tatsächlich aus einer kruden Vermischung von ich wäre gern Tennisstar und das ist ja eine Frau. Oder ich weiß es nicht, aber... Das ja, ich versuche immer. Warte mal. Das kann ich auch. Das noch. Heißt, in wie viele Jahre lang bist du dem treu gewesen, diesem Sport? Also nicht so lange. Als spielend? Ja. Puh, weiß ich nicht, kann ich nicht rekonstruieren. So, schon eine Weile, tierisch ehrgeizig und trotzdem nie. Spielst du jetzt noch ab und zu oder wie ist das? Nee, leider nicht. Komm, zuletzt stehen jetzt 4 Boris Beckers. Genau, ich war tierisch ehrgeizig. Ich glaube, ich habe das in der Gruppe auch für mich behalten, dass ich
Profi werden wollte, aha, weil ich auch immer der Letzte von den Vieren war. Also, es war nämlich ein Team, so ein, wie hieß das, Medenspiele, und da gab es so eine, das war eine Mannschaft und es gab es immer gesetzt, also der war, glaube ich, Nummer 1 hier rechts, das war hier Nummer 2 oder der 3, ich war jedenfalls 4. Weil du noch so klein warst. Genau. Du bist ja dann erst gewachsen. Aber ich meine, weil es ist doch bestimmt eigentlich für so ein, also ein richtig super Sport, weil du ja alles Mögliche ansprichst. Also ja, im Theater spielt keiner Tennis, habe ich gemerkt. Ich habe ja. Was spielt ihr, Thomas? Ihr spielt Badminton und sowas. Ja. Aber ich habe hab zuletzt tatsächlich Tennis mit Tarun Kale, unserem Dramaturgen oder Dramaturgie-Assistenten, gespielt. Dem sieht man das ja auch schon an, dass er Tennis spielt, finde ich. Er ist ja so ein Münchner. Und mit meinem Intendanten in Hannover, was ich irgendwie voll cheesy fand, rückwirkend betrachtet. Was so heißt mit dem Intendanten cheesy? So ein bisschen zwielichtig. So. Mhm. Ich habe mich dann, nachdem der Typ, also so Wilfried Scholz, wir dann immer Tennis spielen waren, dachte ich, es kommt irgendwie nicht, vielleicht nicht so geil im Ensemble. So geht der Typ mit seinem Intendanten Tennis spielen. So, ja. Ich wollte immer liebend gerne Tennis spielen und in Essen waren die Tennisclubs aber alle so teuer, dass ich da irgendwie nicht reinkam damals. Das war noch. Unser war ganz billig. Wir haben auf so Asphaltplätzen gespielt, die so selbst gemacht waren, auf dem Schulhof tatsächlich, und alle tierisch ehrgeizig. Aha. Und dann kamen so Supermannschaften zu uns, die teilweise dann so, glaube ich, so Plätze angemietet hatten, so Hartplätze, um sich darauf vorzubereiten, auf unseren Krüppelplätzen zu spielen. Verstehe. Und haben dann aber auch immer gewonnen. Jetzt bist du jetzt jemand, der noch richtig so intensiv irgendwas Sportliches macht? Also? Nö, nicht wirklich. So jeden Tag joggen gehen oder? Na, bist du nicht. Nö, nackt bin ich nicht. Nein, habe ich gesagt. Ich komme noch auf eine Sache zu sprechen jetzt, die du uns auch erzählt hast. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich da jetzt in der richtigen Reihenfolge anfange bei den Bildern. So, meine Freundin hat gesagt, ich soll mich trauen, dieses Bild zu veröffentlichen. Warte jetzt mal. Jetzt Entdeckung. Das ist für mich hart. Du meinst das. Das hier. Ja. Yeah. Aber ich ist das jetzt Verkleidung oder ist das ernst gemeint? Gabi, das ist nicht charmant. Das Mann, ist einfach nicht charmant, Gabi. Schon eine Brücke das gebaut. Ist einfach nicht charmant. Nee, es hätte doch sein können, dass du irgendwo zu... Nee, nein, es hätte nicht sein können. Das war damals Mode. Nein, ich weiß das noch. Diese schwarzen Operwesten über weißen Hemden. Klar, habe ich auch gemacht. Nicht mit der Hose. Aber... Und ich hatte auch nie solche Haare, aber diese weißen mit den schwarzen Dinger habe ich auch gemacht, klar, hat man gemacht, klar, habe ich gemacht. Mhm. Also das mit der Kuhfellhose hat man halt auch gemacht. So. Ja, vielleicht in Hamburg, bis nach Essen sind die nicht gedrungen, irgendwie diese Kuhhosen, ich weiß nicht. Was war das genau für eine Phase? So, nächstes Bild. Nee, warte mal, was war das genau für eine Phase? Ja, so eine Kuhfellhosenphase, würde ich sagen. Nee, aber was warst du für ein Teenager? Du hast doch noch so ein Bild, das kannst du jetzt gleich, dann versteht man das besser, andere Bild. Soll ich weitermachen jetzt? Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung mache. Bei dir, aber dann versteht man das, die Phase, würde ich sagen. Ach, du denkst in Bildern, okay, warte mal. Ich weiß nicht, ob das Bild stimmt. Nö. Zurück. Ah, Entschuldigung. Das hier meinst du? Das habt ihr aussortiert, glaube ich, ne, vorhin dieses... Durch. Also okay, es war so eine Batik-Fantasy-Phase, so... Ich wollte jetzt fragen nach, also so mit, da bist du 15, 16, nehme ich an, sowas in der Art. Oder 14? Ja, egal. Auf jeden Fall, da fängt man also doch an, sich für irgendeine Jugendkultur zu entscheiden, meistens. Für welche hast du dich da entschieden? Ja. Kuhhosen. Nein. Naja, ich weiß nicht, das hat so modisch hat es, glaube ich, verschiedene Phasen. Sehr schnell wechseln verschiedene Phasen durchmessen. Ich hatte auch so einen Nerzmantel mit so einem Baustellenschild drauf und so Springerstiefel natürlich mit so roten Schnürsenkeln. Also Punk. War ich, nee, Punker nicht so. Aber ich meine, Zecke hat man das damals genannt. Und Zecke. Ich war natürlich auch aus Odenmaschen. Ich habe mir ein Palituch gekauft und dachte, ich bin der Erste auf der Welt, der sich ein Palituch kauft. Natürlich so, wie der Horizont dann so weit ist. Und genau, und dann so, ja, was war das für eine Phase? Ich war dann zum Beispiel in der Antifa. Da habe ich dann sehr intensiv Spookies entworfen und so diskutiert, aber da kam irgendwie auch so politisch nicht so richtig was bei rum. Aha. Und irgendwann bin ich da dann auch abgehauen. Ja, aber das war so. Was für Musik hast du gehört? Ja, doch schon Punk, glaube ich, in der Zeit, ja. Fanden das deine Eltern auch noch okay oder konnten die mit Punk gar nichts anfangen? Ja, ich wollte gerade fragen. Ich glaube, war das noch okay mit Punk oder? Noch nie was anfangen und.
Auch mit langem Atem ausgehalten. Ja, so wie die Tennisambition. Das war Jugendmusik. Ja. Also auf auf politischen Wegen warst du unterwegs oder auf sagen wir mal engagierten Wegen, und du hast uns auch erzählt oder mir erzählt, als wir bei dir waren, oder uns erzählt, ich weiß es nicht mehr, ist auch wurscht. Du, ich weiß nicht, ob das zu derselben Zeit war, dass du dann von Othmarschen auch irgendwie in Kiez und da mit deinem Nerzmantel und dem Baustellenschild hinten dich beim Pennymarkt getroffen hast oder ich weiß nicht wo. Oder ja, ich glaube, ich habe so ein Jahr mehr oder weniger mit so Leuten, die so aussahen auch und so wild zusammengewürfelt waren, auf dem Mittelstreifen vom Kiez, der jetzt da so schick, so Gesundheit, so der Spielbudenplatz heißt ja, das, ne? Ja. So abgehangen immer nächtens. So. Und dann halt irgendwann Nachtbus nach Othmarschen genommen. Weil die letzte, weil U-Bahn nicht mehr fuhr oder weil kein Geld war. Ja, genau. Und manchmal ein Wedel aufgewacht in der Endhaltestelle. Sag mal, sollen wir deswegen, ich habe jetzt mich versucht, langatmig eine Brücke zu bauen, sollen wir diesen Song jetzt singen? Können wir machen, können wir versuchen. Weil der da nämlich hinpasst irgendwie. Kannst du auch am Ende machen, ja. Wie? Sag doch kurz, okay. Wenn ich die Gitarre rüberhole, sag doch kurz, was es ist überhaupt. Ich weiß, ja. Ja, ich erfülle mir jetzt einen Jugendtraum. Aus der Zeit. Genau, aus der Zeit. Es ist Killing in the Name of Rage Against the Machine. Kennen hier offenkundig alle, merke ich schon. Ich wollte gerade nochmal nachfragen, als ich sage, ich habe so überhaupt keine Reaktion gespürt. Rage Against the Machine. Yeah, okay. Das ist schon mal eher so, was? Nicht mit Singen. Das ist eher so laut und eher so politisch. Eher so, nein, wir versuchen das mal in so einer anderen Variante. Mal gucken. Kurze Konzentration. Ja, ist klar. Hast du auch alle Zeit dafür? Warte mal. Are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And you do what they taught ya. And now you do what they taught ya. And now you do what they taught ya. And now you do what they told 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 ya. Justify those who die for wearing the badge they've chosen whites. You justify those who die for wearing the badge they're the chosen whites. Justify those who die for wearing the badge they are the chosen whites. Justify those who die for wearing the badge they are the chosen whites. Killing in the name of.
you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Got you under control. And now you do what they told you. 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 Fine, those who die for wearing the badge they are the chosen white to justify. Those who die for wearing the badge they are the chosen white to justify. Those who die for wearing the badge they are the chosen white. Justify those who die for wearing the badge they are the chosen white. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. I won't do what you tell me. Ja, das ist geil gewesen mit 16. Aber da hat mich nie einer singen lassen in der Schülerband. Ja, das macht schon irgendwie Spaß. Bist du mal beim Konzert gewesen von Rage Against the Machine? Klingt jetzt doof, wenn ich sage nein, ne? Aber ich war einmal hier im Großmarkt. Das fand ich aber total erschreckend, ehrlich gesagt. Weil die so 40.000 Leute im Gleichschritt so gesprungen sind, was ja irgendwie auch Sinn macht bei der Musik. Ja. Aber und vorher hat der Typ, also dieser amerikanische linksradikale Sänger, hat dann, glaube ich, war gerade so Hoyerswerda gewesen und hat den Deutschen ganz viel darüber erklärt, wie man sich verhalten muss. Und dann sind so 40.000 Leute danach im Marsch gesprungen. Das war irgendwie komisch. Ja, das fand ich bei all diesen Sachen, die so musikalisch so sind, immer komisch, dass das irgendwann so eine Grenze erreicht, wo du denkst, jetzt wird es hier zur Marschmusik irgendwie oder es wird zum Gleichschrittkram, obwohl es irgendwie auch so einen Spaß macht. Also es ist schon irgendwie toll, aber irgendwie denkt man doch, das sind dieselben Methoden, die auch ganz andere Leute benutzen, jetzt so rein emotional, musikalisch, das ist ja irgendwie dasselbe. Komisch. Sag mal, Daniel... Das Bild ist echt lange da oben. Ja, das ist deswegen, weil es auch so... lange zu betrachten ist. Man guckt sich da nicht zu Ende, verstehst du? Aber Daniel, vielleicht willst du dich mal da drüben hinsetzen, dann machen wir einen kleinen Ortswechsel und dann würde ich gerne vielleicht dass du mit dir zusammen dieses kleine Filmchen, was du uns gegeben hast, weil du hast sozusagen als darstellender Künstler hinter der Kamera angefangen, indem du relativ früh auch schon Filme gemacht hast, beziehungsweise Drehbücher geschrieben hast, wie du uns erzählt hast, schon ganz früh, ne? Ja, kannst eigentlich rübergehen. Ja, kannst eigentlich mal. Da ist ein Mikrofon liegen. Da liegt oben eins, ja, ein Mikrofon. Du hast uns erzählt, dass du schon früh Drehbücher geschrieben hast und Film irgendwie dein großer Traum oder deine Leidenschaft früh gewesen ist und hast uns etwas gegeben, was ich jetzt mal kurz hier installieren muss, was du zusammen mit Freunden nämlich an aus einer ähnlichen Musikrichtung, ist das anders, Mikro? Warte mal, geht das? Nö. Jetzt geht's, auch ne? Jetzt. So. Du hast ein Ach, das hat übrigens auch was mit dem Tide TV hier zu tun, ne? Weil das, was du gemacht hast, ist sozusagen im Vorläufer von Tide TV, im offenen Kanal gelaufen oder sollte darin laufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt Wo es soll ich auch sitzen? Schon. Mitte, rechts, links. Warte mal, das sage ich dir jetzt gleich. Siehst du gleich selber. Am besten siehst in der Mitte. Gleich. Am besten in der Mitte sitzen. Ich mache dich auch schon an. Wie man sieht, sieht man immer noch nichts, aber jetzt gleich, warte. Zack, da bist du. So, and now. Vielleicht kannst du was dazu sagen auch. Gerade ist das hart. Ich habe mich echt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, was ich euch da alles in die Hand gegeben habe.
das aber vorhin, als wir das ausgewählt haben, auch das erste Mal gesehen, überhaupt seit 20 Jahren. Yeah! Ja, also ich hatte es ehrlich gesagt. Man sitzt hier so ein bisschen. Soll ich zurückkommen? Bisschen weit ab, nö, bleib mal da oben sitzen. Ich wollte dir noch andere Bilder gleich schicken. Das hast du mit Leuten zusammen gemacht? Das habe ich mit Nick Sohnemann zusammen gemacht. Seine Mutter ist auch hier. Ach, guck mal! Hätte mich schwer gewundert, wenn sie nicht hier wäre. Und er. Und das habt ihr bei euch im Garten gedreht, oder wo habt ihr das gemacht? Ja, genau. Das Haus da, das ist unser Gartenhaus, bevor es fertig war. Und da waren deine Eltern gerade nicht da, oder? Doch, doch. Die waren da. Und sag mal, und okay. mit dem Netz gestanden. Sag mal, gehört Exzess auch für dich zu deiner Jugend dazu? Ja. Ja, irgendwie, ja, doch, glaub schon. Also was heißt, was... Ja, weil das ja mit Frag doch mal genauer. Ja. Also Alkoholexzess meinst ja, du? Ja, zum Beispiel Feiernexzess, Rausch ja. überhaupt, irgendwie Grenzen überschreiten wollen, etwas erleben, was intensiver ist als die Nebenstraße in Othmarschen. Ich weiß nicht, also das ist alles das, was man sich so vorstellen kann unter... Ja, ich glaube, das fiel da so drunter, diese Zeit, doch. Und auch in deine Zeit auf dem Kiez mit den Leuten, mit denen genau, du zusammen warst. Genau, meine ich ja. eigentlich. Das ja. Video jetzt nicht so. Ich versuche mal. Ja, genau. Ich mache noch mal einen Schritt. Guck mal. Vielleicht kannst du dafür auch noch was erzählen, Daniel. So, genau. Das links ist. Oh, Entschuldigung. Genau, das ist meine Mutter. Links. Ich würde sagen 86, 87 nach Tschernobyl. Und
Da wurde eine Umweltgruppe gegründet in Ortmarschen gegen, ich glaube, maßgeblich gegen Kernkraft. Und dann gab es so Aktionen, wie man da sieht, und es hieß die Umweltfrauen. Männer durften, glaube ich, nicht direkt mitmachen, die durften aber zum Beispiel diese Utensilien da, sozusagen die Requisiten, wegbringen nach der Aktion. Und ich erinnere, das Atom war Thema und auch beängstigend für mich. Und dann stand irgendwann so ein Mann mit diesen drei Fässern vor der Tür. Er stand erstmal vor der Tür, ich war allein zu Hause und er hat geklingelt und gesagt, ich soll den Atommüll hier abgeben. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, 86, also 8 oder so. Also ich hatte Angst auf jeden Fall und wusste nicht so. Und dann hat er diese Dinger auch schon in den Garten gerollt und dann hat er die da abgestellt. Und genau, irgendwie das war Thema. Atomstrom. Wie man hier sehen kann. Das ist ein Bild, das habe ich wahrscheinlich gemalt oder meine Schwester. Das sind Daniels Kinderzeichnungen. Das, wenn man das so unerklärt sieht, das ist ein bisschen spooky, ne? Irgendwie. Haben wir auch rausgefunden, als ich euch das gezeigt habe. Ich finde es aber auch lustig. Das, mit 10 Jahren hast du das, das war das. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall. Wir haben so einen Kalender mal für meine Eltern gemacht und irgendwann haben wir das Malen eingestellt, weil die Bilder bei meinen Eltern im Haus hingen und Freunde, die zu Gast waren, dann gesehen haben, dass weder ich noch meine Schwester malen können, weswegen wir dann auf Foto machen irgendwann übergegangen sind. Aber das war noch in der Malphase und da war scheinbar so Atomthema. Das heißt, das war sozusagen der Kalender, den man so für die Eltern zu Weihnachten macht oder so? Ja. Schön, ne? Ist doch ein schönes Bild. Da kommt doch noch eins. Tilo. Ja, warte mal, ich wollte das noch ein bisschen stehen lassen. Das ja, das hat man dann davon. Also ich finde das richtig gut. Also, das finde ich tatsächlich echt auch lustig. Nee, wirklich, also den Darsteller, das Künstlerische Schritt von dem Weihnachtsmann aus seinem Schlitten unter dem eigentlich sehr harmonischen Sternenhimmel. Die Sterne sind aber keine Sterne, sondern sind Atomsterne. Quasi die Bedrohung, die dem Weihnachtsmann hinterher auf seinem Schlitten folgt. Voll gut, Thilo. Ja. Danke. Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Bist du das dann? Also, gut, mein Junge. Er hat was begriffen. Aber das ich finde das ja immer wieder interessant, was so Zeiten, also ich bin ein bisschen älter als du und trotzdem kann ich mich auch erinnern an diese Zeit, sagen wir mal, die Anti-Pershing-Demonstrationen, die waren und wo so das Wort Atomkrieg so im Raum stand und man sich Filme anguckte von der amerikanischen Propaganda Duck and Cover, was muss man machen, wenn die Atombombe fällt und so weiter und wo man dann so plötzlich in so einer, nicht will ich gerade sagen, der, in der Erwartung, aber doch mit der in so einem Zustand lebte, der Atomkrieg ist möglich und der ist möglicherweise auch da und in seinem ständigen Zustand nicht der Angst, aber doch, sagen wir mal, der britzelnden Gefährdung so lebte und so Bilder im Kopf hatte, eben sowas, was du hier gemalt hast oder das Waldsterben, was damals auch so war und dass das dann so plötzlich von hier auf da auch wieder verschwindet und eine ganz andere Generation gibt, die damit gar nichts mehr zu tun hat und gar nicht sozusagen emotional davon so gepolt ist. Aber du bist es anscheinend, sag ich mal, mit dieser aufstrebenden westdeutschen, also sag mal, der Umänderung, das, was dann die Grünen geworden sind, was so eine Bürgerinitiativenbewegung ist, geworden ist, zu sagen, da bist du auch mit ein Kind aus dieser Zeit. Ich habe tatsächlich darüber gesprochen, was ich ganz interessant fand, war, dass du ja gesagt hast, das ist so deutsch, sich so reinsteigern zu können, oder ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, sich so reinsteigern zu können in so ein Thema. Und was ich ganz interessant fand, war, dass ich so beleidigt war ein bisschen. Oder für mich tatsächlich, glaube ich, dass so tief abgespeichert ist als problematisch, so Atomstrom, dass das die Erklärung, die ja total spannend ist und vielleicht auch sehr richtig oder erst bedenkenswert, mir voll wie eine Zumutung vorkam. So, und aber ich finde den Punkt eigentlich ganz spannend, dass es möglicherweise auch eine spezielle deutsche Begabung ist, sich so einem Punkt zu verschreiben. Ich weiß nicht, ob das speziell deutsch ist. Das glaube ich nicht. Also, oder dass das die Gefahr zum
zu so einem absoluten also ideologischen bekommt. Es gibt in diesen Begriff der German Angst, was so aus anderen Ländern manchmal so wahrgenommen wird, eine übersteigerte Angst zu bilden vor allen möglichen Sachen. Mir ist es selber so gegangen oder erfahren, wenn ich mit Leuten aus anderen Ländern gesprochen habe, für die zum Beispiel Atomstrom gar nicht so dieses wahnsinnig große Thema ist. Die finden das irgendwie auch nicht okay, aber sie sind damit nicht so emotional verbunden, wie wir das ganz oft sind. Das fällt mir da nur auf. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir, war das bei euch auch so, wir hatten noch im Unterricht sozusagen das Fach, oder es kam vor, wie schütze ich mich im Fall eines Atomangriffs? Darf ich kurz darauf hinweisen, Gabi, wir beide kommen aus dem Westen, du kommst aus dem Osten. Ja eben, ich frage doch den Westler, ob es bei euch auch so war. Ich kann mich noch erinnern, wie absurd unser Chemielehrer stand da und dass man dann schnell ins Haus gehen muss und soll die Matratzen vors Fenster stellen und man soll die Badewanne volllaufen lassen und was uns natürlich ganz im Erinnerung wie die Frau als Schutz irgendwie sollte man die Slip-Einlage in die Strumpfhose legen und sich dann um den Mund binden. Das weiß ja, dass wir gedacht haben, alle, ja, und das würde schützen. Und also was für absurde Sachen. Weil alles, was wie man sich, man soll sich in den Graben legen. Also wenn man draußen auf freiem Feld ist, soll man sich in einen Graben legen oder so. Absurde, naive Sachen, wie man sich im Falle eines Atomangriffs schützen kann. Also ich kann mich, wie gesagt, nur an diesen amerikanischen Propagandafilm aus den 50er Jahren erinnern, wo es zu lustiger Walt Disney-artigen Musik immer Duck and Cover, Duck and Cover, so ging das immer. Dann sah man irgendwie so eine fröhliche Klasse, dann draußen blitzte es und alle erschraken und krochen unter die Schulbänke, unter die Tische. Aber es gab da auch so Filme, wie hieß der, dieser eine, der so, wo so Atombomben fallen in so einem fiktiven Jetzt, also der 80er und dann geht der aber noch 3 Stunden weiter, ja, wenn die da alle in diesen Atomschutzbunkern hin, ja, the day after, genau. The day after, danach, genau, konnte man ja auf jeden Fall 3 Tage nicht schlafen, wenn man das geguckt hat als, aha, Kind oder als, so. Oder Male Will hieß auch einer. So, ich mache, heute ist der Abend der wilden Sprünge. Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu machen. Du hast deine Schule zu Ende gemacht in Othmarschen in Hamburg, hast Abitur gemacht und hast relativ früh gemerkt, dass dich dann Theater interessiert, auch über das Drehbuch schreiben, mal gemerkt, dass du irgendwie mit der darstellenden Kunst, mit dem Erzählen von Filmen, von Theater was zu tun hast. Hast aber nicht so vorgedacht, dass du Schauspieler werden willst, sondern wolltest erstmal Regie machen, wenn ich das richtig weiß. Genau, ich wollte eigentlich überhaupt nicht Schauspieler werden, wie gesagt, weil ich es irgendwie bedrohlich fand. Ja, jetzt ist okay. Ja. Nee, was war die Frage? Die Frage, dass du eigentlich ja, sag mal, eher dich für Regie, also für die Macherseite interessiert hast, als jetzt dafür selber zu spielen. Genau, ich hab mich tatsächlich ich dachte, ich werde Regisseur und wollte das gern werden und habe dann so 2 freie Stücke inszeniert irgendwie so und mit so Leuten aus der Schule und dann habe ich mich, glaube ich, für Germanistik eingeschrieben an der Hamburger Uni und und eine Hospitanz gemacht im Schauspielhaus damals bei Johann Kresnick als Regiehospitant und wie war das jetzt? Genau, und dann, und ich weiß, dass ich da, aber irgendwie, ich erinnere, dass ich da nur so Kaffeekocher war und da hat mich aber Lore Stefanik, meine spätere Dozentin auf der Schauspielschule, die hat da mitgespielt als Schauspielerin und die hat mich wohl gefragt in der Kantine, ob ich nicht Schauspieler werden will, was mir rückwirkend völlig absurd erscheint, weil meine Erinnerung daran ist, dass ich total in Deckung irgendwie mich da so an der Kaffeemaschine rumgedruckst habe, was vielleicht auch übertrieben ist, so. Aber die, jedenfalls, und dann ging das ziemlich schnell. Dann gab es so eine Runde, die hatten irgendwie noch nicht genug fürs Jahr und dann habe ich vorgesprochen in so einer Nachrunde und dann hat das geklappt und dann war die 2. Runde gleich 2 Wochen später und das hat dann auch geklappt und dann war ich auf der Busch als Schauspielstudent plötzlich. Ist wahrscheinlich einer der wenigen, die meisten wollen ja erstmal Schauspieler werden und dann versuchen sie es an 10 Schulen und dann werden sie irgendwann an ich glaube aber auch, dass wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich vielleicht überhaupt gar nicht Schauspieler geworden, weil ich möglicherweise sehr beleidigt gewesen wäre oder aber entmutigt einfach oder ja, wahrscheinlich entmutigt. Und hast du die Rollen, die du vorgesprochen hast, selber gearbeitet oder hast du das mit jemandem zusammen gemacht? Nee, die habe ich erst selbst und dann hat da jemand drauf geguckt, Edmund Tegenkämper. Kennst du? Ja. Das glaube ich, wo ist er jetzt? In München, ne? Oder war lange. Weißt du noch, was du da dir rausgesucht hast? Ja. Aus Ghetto von, wie heißt der, Sobol? Sobol, so eine Rolle, die. Die Ulrich Tukur gespielt genau. hat. Dieser, so ein SS. Nee, es war der SS-Mann, also so ein Lager, ja. Eigentlich der Lagerkommandant, nicht Lagerkommandant, Quatsch, sondern im Warschauer Ghetto, der
Kommandant, also der und obersten. Gleichzeitig Saxophon gespielt hat. Genau, der Saxophon gespielt hat und dann immer so komische Code, Zünden, furchtbare Spiele eigentlich mit denen. Ghettobewohnern veranstaltet hat und dann immer so selektiert hat, aber irgendwie trotzdem so ein ambivalentes Verhältnis zu denen hatte, auch ein Liebe über die Kunst und über die Musik. So ein und hattest du bis dahin Theatererfahrungen als Zuschauer, die dich in irgendeiner Weise geprägt haben? Du hast erzählt von Will Quadlik, den du gesehen hast. Ja, das war ja ziemlich früh. Warte mal, jetzt kriege ich das durch. Das war die Zeit, als Baumbauer hier war, als Intendant am Schauspielhaus. Und da bin ich ganz viel dann hingegangen. Das würde ich auch sagen, die erste Zeit, wo ich so selbstständig aus eigenem Bock ins Theater gegangen bin. Und kannst du dich noch daran erinnern, was das genau gewesen ist, was dich daran fasziniert hat, an Theater überhaupt? Oder? Das ist echt schwer zu sagen, ne? Finde ich. Also ich finde es total schwer. Ja, ganz viel, aber kriege ich es überhaupt nicht in so einen Satz oder zwei oder drei oder so. Also die Zeit war, ich erinnere, dass das erste, was ich da gesehen habe, es war sogar, glaube ich, die Eröffnungspremiere, war Kritik in Festung von Reinhard Götz und 200 Leute saßen auf der Schauspielhausbühne, also da war das Publikum und der ganze Zuschauerraum war leer und geleuchtet von irgendeinem Lichtkünstler und die haben sozusagen vor dem leeren Raum gespielt und das war jetzt nicht das Ästhetische, aber irgendwie Götz, so, das war irgendwie eine Welt, die ich überhaupt nicht erwartet habe, ja, echt ein bisschen anders war als hier King Lear mit Bud Spencer. Ja. Und ja. Also auch Reinhard Götz als Autor. Es war irgendwie, ich würde sagen, erstmal war es so eine Herausforderung. Aha. Und ein Stück weit der Glaube, dass man darüber was eine Chance hat, über das Leben oder über die eigene Welt zu erzählen oder zu erfahren. Ja, so. Und du bist ja dann relativ schnell, sage ich jetzt mal, habe ich empfunden, also von dieser ersten Begegnung, intensiven Begegnung mit Theater, dann auf die Schauspielschule gekommen und dann. Wie war da dein erstes Empfinden, also wenn du auf der Schauspielschule warst, wenn du anderen deinen Mitstudenten begegnet bist oder den Lehrern begegnet bist, plötzlich so eine Forderung, auch etwas machen zu müssen oder etwas erfüllen zu müssen? Oder hast du das erlebt eher als sagen wir mal, eine neue Begegnung oder eine Erweiterung von Möglichkeiten, die du da kriegst? Erst gibt es ja so ein Grundlagenseminar, das war bei dieser Dozentin, das habe ich irgendwie in guter Erinnerung, das war interessant, aber ich weiß, dass das zurückkam. Ich habe mich überhaupt nicht als Schauspieler gefühlt, ich auch da. So. Irgendwie, es gibt ja so Leute, die werden dann so, kommen da an und dann sagt man so, die sind so total spiellustig. Ja. Ich weiß, Piet Drescher, den wirst du auch noch kennen, der liebe Dozent, der hat mir bei der Aufnahme dann gesagt, der entweder du bist genial oder ein Blender. Was für eine geile Sache auch so, ne? Das ist jemandem zu sagen. Und ich war mir total sicher, dass ich ein Blender bin. So, und weil ich überhaupt nicht so ein Ding hatte, so spielen. Ich wollte auch zum Beispiel eigentlich am liebsten gar nicht proben, weil man da ja schlecht sein könnte oder so. Also so war das. Und deswegen war das nicht nur angenehm. Ja. Und dann, haben wir eine erste Szenenstudie, macht man dann ja nach einem halben Jahr so ein Vorspiel, so eine gearbeitete Szene und das ist voll gegen die Wand gesammelt irgendwie so. Da haben die mir gesagt, du bist vielleicht, du denkst zu kompliziert für den Beruf und man sieht nichts, was du machst. Und es war auch wirklich so, ich habe irgendwie, man hat dann das so, so Lebensläufe von Figuren kreieren sollen und so. Und ich stand so auf der Bühne, was war das? Gorki, ich weiß gar nicht mehr. Ach doch, Nachtasyl. Ist das Gorki? Ja. Ja. So peinlich. Und ich stand echt so völlig gelähmt auf der Bühne und habe mir wahrscheinlich überlegt, wie die Tapete im Keller von der Tante der Figur aussieht, die aber gar nicht im Stück vorkommt oder so. Also ich habe das ging irgendwie nicht so gut. Und dann wird es aber zum Glück immer besser. Und die Schule arbeitet ja bekannterweise nicht ganz ohne Angst. Nee. Und dann gab es aber auch andere, denen ging es sukzessive eher schlechter. Und bei mir ging es immerhin so bergauf. Und dieser Konflikt, den du gesagt hast, dass du eigentlich gar nicht spielen willst, was ja durchaus auch etwas ist, was viele Schauspieler haben. Nicht jeder Schauspieler will auf die Bühne oder will unbedingt etwas von sich zeigen. Es gibt jedenfalls, Lück hat mir das mal erzählt, von James Dean, sag mal, ich weiß nicht, berühmten Spruch oder seine Haltung eigentlich, dass er eigentlich es immer unangenehm fand, wenn die Kamera ihn gefilmt hat. Und genau das war eigentlich das, was den Zuschauer dann für ihn interessiert hat. Also nicht etwas zeigen zu wollen unbedingt, sondern auch ein Geheimnis zurückzuhalten. Also ist das auch etwas möglicherweise, womit du mittlerweile bewusster umgehst? Also nee, ich finde das tatsächlich, also es klingt gut so. gut für James Dean auch so, wenn das ihm geholfen hat. Ich finde es eher unangenehm, den Moment. Ich glaube, also vielleicht
ich glaube, das ging alles Bestreben darauf, dafür Werkzeuge zu finden, das zu minimieren, den Moment. Irgendwie. Also weil ich auch nicht glaube, dass wenn man über sich nachdenkt, besonders da ist auf einer Bühne oder so. Also wenn man so immer noch zuguckt, dreimal von außen, ist ja, also ich empfinde das nicht als angenehmen Zustand beim Spielen. Nee, das nicht, aber ich erinnere mich jetzt auch noch an die Schule zurück. Die Busschule ist ja extrem eine, die einen zum Spielen, zum Ausdruck, ich will nicht sagen zwingt, aber drängt. Also da wird man ja eher laut gemacht als leise gemacht. Man wird eher groß gemacht als extrem. Und das würde ich auch zum Beispiel als so, dann zum Glück im Beruf danach als so Erfahrung oder so beschreiben, dass ich man natürlich Sachen, oder ich dann auch die ganze Zeit auf der Busch so Sachen gemacht habe, die so mir total äußerlich und irgendwie überhaupt nicht angebunden vorkommen oder vorkamen. Und sagen, das hat eher so die Zeit gebracht, dass man das in Deckung, dass ich das versucht habe, oder manchmal spürbar für mich mindestens in so eine Deckung bringen kann. Also was Äußeres, so ein Bild und was das mit einem Innen zu tun hat. Und gab es für dich da trotzdem eine Begegnung mit einem Lehrer vielleicht oder mit einem Regisseur oder Dozenten auf der Schule, die für dich wichtig gewesen wäre? Ja, paar. Also, wen ich super fand, war Martin Engler. Engler. Gab es bei uns auch. War der nicht, der war so in deinem Jahr, ne? Mhm. Der war so, der stand dann so mit E-Gitarre oben auf der Empore in der Heinz-Bühne, das ist so eine, die Vorspielbühne da, die weihevolle, und wir haben irgendwie so, ja, der hat es irgendwie so Rock'n'Roll gemacht mit uns, und zwar alles so, da ging es dann um die Sache und nicht mehr so ums Gutsein und so, und das war gut. Du bist aber dann nach der Schule oder mit Beendigung der Schule ja gleich ins Engagement gegangen. Es gibt ja dann am Ende der Schule immer dieses sogenannte Intendantenvorsprechen, was sozusagen das Schaulaufen der Schauspielstudenten hin und ist. Und wenn man Glück hat, kommen ganz viele Intendanten, Regisseure gucken, und dann werden die Leute sozusagen weggekauft. Und manchmal eignen sich da auch seltsame Geschichten, weil nicht unbedingt immer diejenigen, die jetzt während des Studiums so besonders aufgefallen sind, dann auch diejenigen sind, die dann in Anführungsstrichen gute Engagements kriegen. Genau, das war mein Glück. Tatsächlich. Weil ich habe so danach gedacht, ich werde nicht Schauspieler. Oder ich werde die Häuser, von denen ich erwartet habe, dass das so kommen könnte, habe ich ernstlich überlegt, ob ich das machen will oder kann. Und hatte, glaube ich, schon die Bewerbungsunterlagen für Filmregie von der DFFB dann da liegen. Und dann kam aber wirklich ein sehr schönes Angebot, überraschenderweise, für mich überraschenderweise, nämlich in Zürich, das vom Zürcher Schauspielhaus von Marthaler in der Zeit, und Falk Richter. Ich habe dann bei Falk Richter vorgesprochen und der fand es irgendwie gut. Das erste so ein Sabbelmonolog, und ich weiß nicht, da habe ich das zweite vorgesprochen, nämlich in so einem historischen Buschkostüm aus dem Buschfundus, so ein siebten Zwerg, nee, so ein Moritz Stiefel, in so einem Matrosenanzug. Und ich weiß noch, dass Falk Richter, das war Vorsprechen, war in der Schaubühne in Berlin. Und die haben gerade Sarah Kane Psychosis geprobt mit Bibi und so. Und dann hat er gesagt, ey, kannst du dir mal dieses komische Kostüm bitte aus? Kannst du dir mal bitte was Normales anziehen? Und dann habe ich irgendwie schon gedacht, okay, es geht offenkundig draußen um andere Dinge als in dieser Schule. Und es gab echt einen, vielleicht den maßgeblichsten Moment, wo ich glaube, irgendwas darüber verstanden habe. Und vielleicht auch der Grund, warum ich es überhaupt noch mache. Oder dann so. Und das war, ich habe mit Bibi Beglau dann improvisieren müssen, was irgendwie aufregend war, weil ich die auch nur aus dem Kino so kannte und zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich mir dieses komische Kostüm ausgezogen und wir haben dann das so improvisiert zusammen. Irgendeine Szene, Mordstiefel trifft, wen auch immer. Und dann hat Bibi sich plötzlich total totgelacht. Und für mich war es total klar, dass sie sich irgendwie über irgendwas, was ich gemacht habe, totlacht, weil ich angenommen habe, es geht darum, ist man gut, ist man deplatziert, hat man was Blödes gemacht. Und dann habe ich gemerkt, sie lacht über die Absurdität von dem Text von Wedekind, wenn man den heute liest. Und das war, und da habe ich, das ist irgendwie für mich der größte Groschen, der gefallen ist. Weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, es geht hier überhaupt, also als zentrales Arbeitsmoment, nicht darum, wie mache ich es, bin ich gut, bin ich schlecht, sondern es geht darum, was über das Leben zu erzählen. Und dann ist da auch direkt, hat der Text direkt was immer mit einem zu tun. So. Oder deswegen macht man es. Und das habe ich auf der Busch nie so empfunden vorher. War das kryptisch? Absolut gar nicht. Tilo, ich würde gerne kurz mal, bevor wir es vergessen, Daniel hat ja die kleine
Essenszugabe, Beigabe, die wir haben wir noch gar nicht erwähnt. Du hast uns was mitgebracht, Franziska? Daniel, kannst du nur kurz sagen, du hast eine große Kreation erfunden. Ich habe da mal was vorbereitet. Du hast was vorbereitet. Ich habe Franzbrötchen-Eis mitgebracht. Franzbrötchen-Eis. Ich möchte es nochmal wiederholen. Das heißt, das ist wirklich etwas, was es noch nicht gibt in der weiten Welt. Ja, ich habe es heute hier Premiere. Ich weiß nicht, aber ich habe es noch nicht gefunden. Es wundert mich immer wieder, dass bei diesen ganzen hippen, jungen Eisläden noch keiner, jedenfalls keinen, den ich gefunden habe, auf die Idee in Hamburg gekommen ist, was ja relativ... Echt gelesen? Mist. Ich dachte, ich kann es Häagen-Dazs verkaufen oder so. Ja, er hat uns vorhin gesagt, er würde sich eigentlich gerne bei Häagen-Dazs anrufen, um zu sagen, zwischen einer großen Idee und Ihnen stehe ich. Sie können sich überlegen. Wir haben uns gedacht, jetzt, es gibt einen Löffel, einen Dings und eine Schüssel mit dem Eis drin und es gibt kleine Schüsselchen und Sie können sich gerne bedienen, wenn Sie möchten. Kommst du mal rüber, Daniel? Vielleicht möchtest du einfach noch ein paar Fragen stellen, unsere letzten großen Fragen. Nur ganz kurz, so ein paar Fragen hintereinander, wo du einfach nur, was dir gerade in den Kopf kommt, sagst. Ja. Ich meine, das erste war, Daniel, was hast du, ein Lieblingswort? Nee. Was treibt dich an? Neugier, glaube ich. Was bremst dich? Nichts. Ja, vielleicht ich nicht bin so nicht viel. Zu bremsen. Nee, das stimmt auch nicht. Langeweile, wollte ich sagen. Aber das beschleunigt mich ja immer eher. So viel bremst mich eigentlich gar nicht, glaube ich. Müdigkeit irgendwann. Müdigkeit. Gibt es ein Geräusch, das du sehr gerne magst? Ja, Meerrauschen. Ganz normal. Und irgendeins, das du überhaupt nicht hören kannst? Ja, Nagelfeilen. Wenn Nägel gefeilt ja, das werden, so macht das ein Geräusch? Ja, das ist wie Kreidequietschen für mich. Oh ja. Okay. Apropos Geräusch, gibt es ein Geräusch, das du mit dem Theater verbindest? Ja, ding, 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 ach, ding, der Eiserne. Und ein Geruch, den du mit dem Theater verbindest? Ja, so doch Schminke, glaube ich. Nach Schminke. Also Maskengeruch, so Mischung aus Schminke und allem anderen. Ich sag auch immer Mastix, was ne? Was man so irgendwo reinschmieren, draufschmieren kann, ja. Hast du einen Lieblingsort, so an sich, nicht im Theater, sondern überhaupt? Ja, nicht ausschließlich, aber doch, so 20 Meter von meiner Wohnung entfernt, an der Elbe. Welche Position würdest du gerne hier am Hause mal einnehmen, außer die des Schauspielers? Außer der des Schauspielers? Das ist ja gefährlich zu beantworten. Im Moment keine andere, außer was ich von erzählt habe. Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen? Im Moment eigentlich keinen, außer jetzt auch den des Regisseurs irgendwie noch zu erfinden im Sinne, aber... Du fühlst dich in der Spur. Und welchen würdest du nie machen wollen? Intendant, glaube ich. Und als letztes, Daniel, wenn der Himmel existiert, was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte bei ihm ankommst? Geh nochmal zurück. vielen Dank. Daniel Lommatzsch. Daniel Lommatzsch. Ja.
vielen Dank. Wann es das nächste Mal sein wird, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. In dieser Spielzeit auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben uns jetzt auf einen 3-Monats-Rhythmus irgendwie festgelegt, weil wir einfach im Mai, Juni jetzt zu viel zu tun haben und es einfach nicht nebenbei hinkriegen. Also in der nächsten Spielzeit, wann, weiß ich noch nicht genau. Aber dann freuen wir uns wieder, wenn Sie kommen. Dankeschön.